Herzlich willkommen zu Gesundheit. Heute lernen wir bei der japanischen Teezeremonie alles über die besondere Heilwirkung und die Zubereitung des beliebten Getränks. Grüner Tee zählt zu den gesündesten Durstlöschern. Musikkabarettistin Lissy Aumeier will heute herausfinden, welche Zauberwirkung im japanischen Heiltrank steckt. Also ich habe prinzipiell ein großes Interesse an der japanischen Kultur. Ich finde das ganz faszinierend. Wir haben auch ganz, ganz liebe Freunde in Japan. Und wir haben auch neulich einen Sushi-Kurs gemacht, was ganz toll war, sehr lecker, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Teezeremonie, das ist einfach mal was Spannendes, vor allem eine Teezeremonie in Franken. In Oberrüsselbach in der fränkischen Schweiz lebt Gerhard Staufenbiel den Chado, den Teeweg. Seit Jahrzehnten unterweist der Teemeister schon Schüler in der komplizierten Zeremonie. Das Besondere am Teeweg ist, dass das eigentlich eine Lebenshaltung ist, die das gesamte Leben formt und die insgesamt Gelassenheit, Stille und Frieden schenken soll. Gleich sehen wir, wie gut Lissy Aumeier es schafft, Frieden und Gelassenheit zu wahren. Denn die Zubereitung des grünen Tees ist anspruchsvoll. Im fränkischen Oberrüsselbach entschleunigen die Teeschüler bei meditativer Arbeit im Zen-Garten. Und hier trifft Lissy Aumeier gleich auf ihren Sensei, den Teemeister. Hallo? Ja, grüßi. Servus. Ja, servus. Ich bin die Lissy. Hallo, ich bin die Rike. Hi, Rike. Willkommen in unserem Teehaus. Ja, bin schon sehr gespannt. Ja, und hier können wir erst mal warten. Okay. Bis zur Teezeremonie. Grüß Gott, ich bin die Lissy. Grüß Gott, ich bin Marie. Auch die Japanerin Marie Ohara ist heute zu Gast bei der Teezeremonie. So, Lissy, damit du für die Teezeremonie natürlich richtig gekleidet bist, bei uns sagt man halt Anzug. Ja. Habe ich dir einen schönen Kimono mitgebracht? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Den Kimono trägt man in Japan bei festlichen Anlässen wie Hochzeiten oder eben der Teezeremonie. Okay. Also es fühlt sich schön an. Sehr schön. Aber man hat so das Gefühl, man ist ein bisschen gestreckt. So, das hat man schon, ja? So ein bisschen. Ja. So. Ja. Okay, gut. Und das ist jetzt, das war sehr hoch. Ne? Das ist ja der Kimono unterstützt deine aufrechte Haltung. Die ist nicht nur wichtig bei der Teezeremonie, sondern auch gut für den Rücken. Bei der japanischen Teezeremonie trifft Lissy Aumeier jetzt auf ihren Gastgeber Gerhard Staufenbiel. Die erste Begegnung verläuft andächtig, in Stille. Kein Hallo oder Konnichiwa. Der Sensei bringt frisches Wasser für die rituelle Reinigung. Nur mit reinem Mund und sauberen Händen darf der Gast das Teehaus betreten. Ja. Wer ist er jetzt? Das war jetzt der Teemeister. Den lernst du jetzt gleich kennen. Und zwar dann bei der Teezeremonie. Okay. Da gehen wir jetzt rein. Aber vorher noch Hände und Mund waschen. Auch das ist schon Teil der Teemeditation. Endlich lernt Kabarettistin Lissy Aumeier den Sensei kennen. Jetzt spricht er auch mit ihr. Hajimemashite. Ich begrüße Sie recht herzlich im Teehaus. Ich würde Ihnen am Anfang ein kleines Kaiseki servieren. Kaiseki heißt Stein in der Brusttasche und ist eine kleine Mahlzeit vor dem Tee. Es gibt Miso-Suppe, eingelegtes Gemüse und Reis. Die Suppe enthält viele Mineralien und Nährstoffe wie Kalium, Calcium und Vitamin B. Gleich bekommt Lissy ihren ersten Matcha. So heißt der grüne Tee auf Japanisch. Zurück ins japanische Teehaus in Oberfranken. Bei Gerhard Staufenbiel ist heute die Kabarettistin Lissy Aumeier zu Gast. Jeder Handgriff des Sensei ist genau einstudiert. Zuerst muss er die Geräte reinigen. Auch das gehört zur Teemeditation. Der sogenannte Koicha, ein dickflüssiger Tee aus pulverisierten Blättern, muss nicht ziehen. Er wird geschlagen. Der grüne Heiltrank enthält viele Bitterstoffe. Die sind gut für die Verdauung. Außerdem soll er beruhigend wirken. Aber wie schmeckt er eigentlich? Es ist halt was Bitteres mit dabei. Aber die Konsistenz ist klasse. Das ist so, die Konsistenz ist wie Spinatsuppe oder so. Und hinten am Gaumen hat man das Gefühl, es ist Schokolade. Also es ist eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich. Jetzt will Lissy selbst lernen, wie man Tee zubereitet. Dabei kommt es auf die Körperhaltung an. Wenn wir Tee machen, ist es ganz wichtig, dass wir richtig atmen und richtig sitzen.
Okay. Das heißt, wir haben ein leichtes Hohlkreuz und dabei machen wir die ganzen Bewegungen so mit der Atmung. Das hat zur Folge, dass das Zwerchfell runtergeht und wieder raufgeht. Und dadurch werden die inneren Organe zusammengepresst, ja, und können sich wieder ausdehnen und die werden massiert. Bei Teeschülerin Alex schaut sich Lissi Aumeier die richtigen Bewegungen ab. Wie gut das klappt, sehen Sie gleich. Wie in Oberrüsselbach ist der sogenannte Matcha, der grüne Tee, fast fertig. Jetzt nur noch schön schaumig schlagen. Und wie schlägt sich Kabarettistin Lissi Aumeier? Tee machen ist ja auch körperlich anstrengend, finde ich. Es ist nicht so unanstrengend, wie es aussieht, weil man eine sehr starke Körperbeherrschung braucht. Es ist eine gute Rückenschule und gutes Atemtraining. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Grüner Tee enthält eine höhere Konzentration an Theanin als schwarzer Tee. Die Aminosäure soll beruhigend wirken. Und wie schmeckt's? Ja, super. Super. Aber sie hat ein gutes Talent dafür, wahrscheinlich, weil sie Musikerin ist. Nein, es sind keine Klumpen drin, es ist fantastisch. Super, vielen Dank. Das ist ganz Dank. Fantastisch. Das freut mich. So, ich serviere. Zeit für eine Belohnung ganz nach Lissis Geschmack. Es gibt Okashi, wörtlich übersetzt ehrwürdige Süßigkeiten. Die Leckereien haben die Teeschüler aus fettfreier Bohnenpaste, Agavensaft und Früchten gezaubert. Das ist sehr gut, sehr lecker. Oder? Und gleich hat der Teemeister noch eine Überraschung für Lissi Aumeier. Die hat zwar nichts mit Tee zu tun, dafür aber mit Entspannung. Im japanischen Teehaus in Oberrüsselbach bringt Sensei Gerhard Staufenbiel seinen Schülern jetzt die Flötentöne bei. Aber was hat die Shakuhachi mit der Teezeremonie zu tun? Die Shakuhachi ist ein hervorragender Lehrer für die Atmung. Wenn ich nicht richtig sitze und nicht richtig atme, kommen keine Töne. Das kontrolliert auch die Haltung, wie ich bei der Teezeremonie sitzen muss und atmen muss. Und bei der Shakuhachi, die zeigt mir sofort, wenn ich falsch atme, weil ich keine Töne mehr kriege. Ich habe meinen Kontrabass dabei. Wollen wir nicht einmal versuchen, was zu zweit zu machen? Wir können es probieren. Okay. Ein oberpfälzisch-japanisches Duett. Die klassisch ausgebildete Musikerin entführt den Teemeister und seine Shakuhachi in die Welt des volkstümlichen Ländlers. Und wie war's im Teehaus? Das ist eine ganz eigene Welt für sich, auch musikalisch eine eigene Welt für sich. Eine Enklave, eine japanische mitten in Franken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es auch gern lernen. Also können Sie eine Oberpfälzer Schülerin gebrauchen? Klar, Sie haben Talent und das würde mir Spaß machen. Wunderbar. Das war Gesundheit. Heute waren wir zu Gast bei einer japanischen Teezeremonie in der Fränkischen Schweiz. Denken Sie immer daran, es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Deshalb Sayonara und Servus.